Standardsituation bei den Beckings und Gilaskis, Bei den bei Weißbroten. den Weißbroten. Kathi muss meinen Rücken eincremen. Mit meinem Liter Sonnenmilch. Sonnenmilch. Am Kind ist auch schon Sonnenmilch. Weg ist sie. Sascha hat jetzt einmal vergessen, sich die Arme einzukriegen. Und schon Und zack, alles Feuerrot. Tomato. Dann wird aus dem Weißbrot ein mit Butter beschmiertes Tomatenweißbrötchen. Richtig, Kathi. Ja, ein Toast wird nicht raus. Kein großer Toast. Ja, eine große Krabbe. Eher eine große Krabbe. Genau. Ja, so ist das Aber wir hier. bereiten uns jetzt vor, um in die Fairy Tales Mountains oder wie auch immer, Spring Falls zu fahren. Irgend so ein schönes Naturplätzchen hier in Moin. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und das werden wir dann auch in 4K mit 60 FPS aufzeichnen. Nice. Tschüss. So. Okay, wir begeben uns jetzt mitten ins sogenannte Fairy Tale. Die Action geht gleich schon krass los. Wir müssen unsere Schuhe ausziehen. Dö-dö-dö. So ein bisschen habe ich ja noch den Eindruck, dass wir einfach unter einer dass wir einfach Touristen unter einer Autobahnbrücke durchlaufen lassen und dafür 15.000 Dong kassieren. Was übrigens umgerechnet 60 Cent sind. Also insofern, alles gut. Ich glaube, ich habe ein seltsames Tier entdeckt. Und noch weitere seltsame Tiere sind hier zu entdecken, nämlich weitere Weißbrote, von denen es derzeit sehr in diesem Ort mangelt. Also ich glaube, dass das jetzt sehr schön wird, denn bei Google hat man schon ziemlich eindrückliche Bilder gesehen, die auch wirklich anders aussahen als das hier jetzt. Ich glaube, wir marschieren jetzt erstmal zu so ein paar Felsen. Da gibt es auch gleich so eine Schaukel, wo man als Influencer sein entsprechendes Instagram-Bild machen kann. Ah, da ist sie ja. Also ich habe 6 Follower bei Instagram, Kathi, und du? 2000. Dann ist wohl klar, wer jetzt auf die Schaukel geht, oder? Oder du. Um deinen Kanal zu Na du. Du natürlich. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Jo. Sieht Hammer aus. Sieht Hammer aus. Stabilisiert in 4K-Auflösung mit 60 FPS. Das gab's noch nicht. Das gab's noch nicht. Ja, das Abenteuer kam. Ja, dann würde ich sagen, bin ich auch noch mal dran, oder? Ich will ja auch ein paar Follower kassieren. Kann man dieser vietnamesischen Konstruktion trauen? Ich finde, die sieht ziemlich safe aus. Wobei die das nicht für so ein. Für so ein. Weißbrot, Weißrückengorilla. Mit so vielen Ballaststoffen. Oh, weia, jetzt kommen Thais. Okay, du gibst echt alles. Okay, genug Influenz. Mit dem Video kannst du auf Insta eh nichts anfangen. Zu lang, gell? Ja. Oh Gott, ich mach sie gleich kaputt.
Oh Gott. Eine Lagune. Also bisher erstaunlich wenig Müll. Das Wasser haben sie auch gut temperiert, muss ich sagen. Oh Gott. Entschuldigung. Na, dann schauen wir mal. Wir haben gerade eine steinzeitliche Darstellung davon gefunden, wie ich aussehe, wenn es im Hotel schlechtes WLAN gibt. Nämlich so. Und Kathi, wie ist es bis jetzt? Merkwürdig. Warum? Ja, irgendwie habe ich so ein Naturspektakel erwartet. Aber irgendwie wirkt alles von Hand gemacht. Guck mal, da ist doch ein Naturspektakel. Ein Stück Rinde, das auf meinen Fuß zuläuft und abprallt. Was sagst du denn? Volle Mülleimer. Aber jetzt kommen wir ja erst zu den Dünen. Es geht ja jetzt erst los. Ja, da kriegt man was für seine 15.000 Dong, ne? Mhm. Da sind noch mehr Weißbrote. Achtung. Jetzt sind wir an der Düne. Die erste Attraktion. Nun kommt die erste Attraktion. Das. Gehen wir da hoch jetzt? Nein, bist du da hoch? Was willst du denn da? Willst du da wirklich hoch? Nö. Locals. Hi. Hallo. Sehr freundlich wie immer. Guck mal. Passt wie im Grand Canyon. Für seine roten Mülleimer. Ja. Und hier kennt man ja schon ganz gut, wie das dann so aussieht mit dem roten Sand. Bei den roten Dünen waren wir nicht. Warum haben die roten Dünen? Aber eigentlich sieht es echt ganz schön aus hier. Die erste Extremsituation bahnt sich an. Man sieht es vielleicht nicht auf dem Video, aber ein Sandsturm bläst uns entgegen. Unter heldenhaften Einsatz meines Lebens schütze ich Kathi vor dem aufprallenden Sand. Das stimmt. Oh, jetzt ist vorbei. Ist vorbei, wir können weitergehen. So. Zur Abwechslung gibt es jetzt was ganz Neues, und zwar eine weiße Düne. Mega geil.
jetzt kommt. Wahnsinn! Kati! Food Art! Feed Art! Nee, Food Art! Food Art! Vielen Dank! Beweis meiner Liebe! Nein. Aber ganz schön actionreich hier. Sand bläst uns ins Gesicht. Kathi, hä? Ja. Ja. Erste Zusammenbrüche und Krisen. Wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt angelangt. Und zwar den Kauf einer Hoodie. Vorausgesetzt, ich finde meinen Geldbeutel. Jawohl. Sie hat nämlich die günstigsten Durians in ganz Thailand, Vietnam. Okay, but I need a good one. Simon, habe ich was? Okay. Is this one good? Ja. Ja? Okay. I think. How do I open it? Very easy. Now I open a little bit for you. Okay. Okay, that's cool. That's very nice. Okay. Guck mal, die ersten Chinesen wurden schon angelockt. Das stimmt. Yes, at the hotel I have to stay open it. And then everything will be stinky. Perfect. Guck mal, da kommt noch mehr, Thank you very much. You're welcome. Enjoy. Thanks. Have a nice day. Thank you. Bye. Okay, wir haben die Durian. Wir können das gesamte Hotel. Blut ich jetzt? Nein. Also, man sieht, ich habe sie weggepackt. Und schon greifen die Chinesen bei den nächsten. Sie können nicht von Durian lassen. Das ist zu krass. Und weil ich ja ein richtiger Chinese werden will, werde ich mir jetzt diese ganze Durian im Hotel reinziehen. Okay, wir sind jetzt fertig, gell, Kathi? Ja. Für uns beide war es anstrengend, aber nur weil ich um 4 Uhr aufgestanden bin und trainieren war und Kathi, weil sie jetzt 6 Tage Fieber hatte und heute das erste Mal wieder richtig raus konnte. Es war... nett. Es war nett. Es war nett. Also das man war kann... nicht atemberaubend. Nee, aber man kann es machen. Es war schon ganz süß. War vor allen unser Dingen, Energielevel war es top. Ja, entspannt war es auch. Ne?
Also, bis dann. Und wir schauen nicht rein. Jawohl.